Kurzer Re-Upload des Videos wurde ja gestern oder heute früh gesperrt. Grund war, dass Dr. Kistel hier eine Pandemieleugnung begangen hatte in den Ausschnitt, den ich euch gezeigt hatte. Und das hat halt zu einer Sperre geführt. Und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt ohne sie an. Die Frau, die nach Mexiko geflüchtet war. Später wurde sie dann in Zürich verhaftet, nach Deutschland überstellt, kam ins Gefängnis gegen Kaution frei. Und jetzt, heute, stand sie vor Gericht. Die Anklagepunkte: Volksverhetzung, unzulässige Corona-Teste sowie Beleidigung. Die restlichen Anklagepunkte wurden fallen gelassen bzw. werden vorläufig nicht weiter verfolgt. Carola Chávez Kistel legte ein Geständnis ab in der schlimmsten Diktatur, die sie kennt. Sie gestand, 16 unzulässige Maskenatteste ausgestellt zu haben. Darunter dürften auch die Atteste von Thomas Brauner und Björn Banane zählen. Es handelte sich um Blanko-Atteste oder sie hatte die jeweiligen Menschen untersucht, aber nichts gefunden und trotzdem einen Maskenattest ausgestellt. Sie gestand, Polizisten beleidigt zu haben und ebenso gestand sie, den Holocaust verharmlost zu haben. Das Urteil: eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 2 Monate. Zusätzlich muss sie an das Göttinger Kinder- und Jugendhospiz Sternlichter 1000 Euro zahlen. Grund für dieses milde Urteil: die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger hatten einen Deal ausgehandelt, sollte Chávez Kistel ein Geständnis ablegen. Sie bezeichnete die staatlichen Corona-Maßnahmen als Jahrhundertverbrechen, die schlimmer seien als der Holocaust. Es werden mehr Menschen sterben als beim Holocaust. Sie bezeichnete Polizisten als Dillgurken und Schmeißfliegen. Nach der Erklärung ihres Rechtsbeistandes brach sie in Tränen aus. Sie fürchtet um ihre Approbation. Wie es mit der Zulassung von Dr. Carola Chávez Kistel weitergeht, das entscheiden allerdings nicht Gerichte, sondern das entscheidet die Ärztekammer. Die wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Reue oder Einsicht zeigte sie keine. Chávez Kistel machte geltend, in jedem Einzelfall richtig gehandelt zu haben. Sie stehe zu dem, was sie getan habe und übernehme dafür die Verantwortung. Das Einzige, um was sie sich wirklich Sorgen macht, das ist ihre Approbation. Chávez Kistel wird demnächst das Land verlassen, hat sie gesagt, im oder nach dem Gerichtsurteil. Sie möchte mit ihrem zweiten Ehemann irgendwo in der Welt neu anfangen. Die 1000 Euro, die werden ihr nicht wehtun, sie hat ja um Spenden gebeten. Oh nee, hier, sorry, wir sind ja bei den Querdenkern. Heißt natürlich Schenkungen. Und ihr Geständnis, das nehmen mir die Querdenker auch nicht übel. Ralf Ludwig: Carola hat nicht gestanden, etwas falsch gemacht zu haben. Sie hat lediglich Tatsachen zugestanden, die die deutsche Justiz als strafbares Verhalten bewertet. Na klar. Soll doch Chávez Kistel weiter an das Adrenochrom und an die Chemtrails glauben, überteuerte Kristallmatten und esoterische Steine verhökern, gefährliche CDL-Mischungen verticken oder Wunderelixiere verkaufen. Mittlerweile ist mir das relativ egal. Ihre Anhänger wollen es nicht wissen. Sie wollen eine Heldin. Lassen wir ihn, ihre Heldin. Die Heldin Carola Chávez Kistel.